Mein Name ist Claudia Berger, ich wohne in der Ramsau am Dachstein, bin Biobäuerin und seit 25 Jahren Mama. Ich mache heute eine Beinwelltinktur und wie der Name schon sagt, Beinwell ist so ein Allheilmittel für alles, was die Gebeine betrifft. Wir haben seit 16, 17 Jahren ungefähr einen großen Kräutergarten. Und seitdem beschäftige ich mich auch ein bisschen intensiver mit den Kräutern. Und dann ja, befasst dich damit und dann schaust, wann wer wie welchen hat, was kann ich aus dem Garten holen. Und so bin ich eben auch auf das Beinwell gekommen. Die Wurzel macht man eben die Tinktur. Dazu verwendet man mindestens 38%igen Schnaps. So, die Wurzel wird jetzt einfach klein geschnitten und dann in Alkohol eingelegt und wird dann bedeckt mit dem Alkohol. Und das Ganze wird dann verschlossen, ungefähr 4 Wochen in die Wärme gestellt. Also nicht direkt in die Sonne, sondern einfach warm stehen lassen. Und nach 4 Wochen schaut es dann so aus. Und mit dem werden dann Umschläge gemacht oder Einreibungen. Dieses alte Wissen, diese traditionelle europäische Medizin, ist das eigentlich, kommt wieder zum Vorschein. Und die Leute sind auch wieder viel offener dafür. Also jeder nimmt gerne auch Kräuterkunde in Anspruch. So, der Georg ist ein beliebtes Opfer, weil der hat echt oft was. Da wird einfach die, so durch in die Tinktur eintaucht und dann auf die verwundete, desolate Stelle aufgelegt und festgebunden. Und ein paar Stunden drauf lassen und das kann man alle wieder erneuern, bis geheilt ist. Eigentlich brauchen wir es alle.